So Leute, ihr seht ja meine neueste Errungenschaft. Das ist von Cooler Master, das NotePal X-Slim. Ist ein Notebooklüfter für 17 Zoll Geräte gedacht. Ich missbrauche das Gerät einfach mal für meine PlayStation Slim. Und zwar der Vorteil ist bei diesem Lüfter, die meisten pusten ja nur, sage ich mal, gegen ein Notebook und dieser hier saugt die Luft aber ab. Ja, ich habe das Ding schon montiert. Kann man auch gleich hier sehen. So sieht das aus. Läuft auch schon eine Weile. Ja, hier unten sind dann Lüftungsschlitze seitlich. Das Geniale oben sind dann ist aus Metall, sag ich mal, so ein Gitter oben drauf, was zusätzlich, sag ich mal, auch die Wärme besser aufnimmt und dann aber auch durch den Ventilator ableiten kann. Passt perfekt von den Maßen her, habe ich mal vorher ausgemessen, also die Slim passt einwandfrei oben drauf. Ja, es ist ein 16 mm, ne Quatsch, ein 16 cm Lüfter verbaut. Ist nicht der leiseste, laut den Daten 21 Dezibel laut. Kann den ja mal rausstecken oder abstecken hier. Okay, jetzt läuft nur noch der Lüfter von der PlayStation. Ja, also ist ein bisschen lauter, aber wenn es was bringen sollte, warum nicht? So, jetzt ist er wieder an. So, wie gesagt, die PlayStation läuft jetzt eine Weile schon. Man kann ja mal ein bisschen messen. Ich habe mal einen Temperaturfühler hier. Mal sehen. Okay. Was er hier unten rauspustet. Oh. 29,9 Grad zeigt er an. Mal an einer anderen Stelle messen. Da zeigt er 33,4 Grad an. Ja, also muss ich sagen, das ist doch bis jetzt ein Top-Wert. Ja. Ach so, falls sich noch jemand interessiert für die Controller-Aufladung. Schönes Gimmick, sage ich mal. Ist original von Sony PlayStation. Ist das Beste, was ich gefunden habe. Passt perfekt. Dann kommt so ein Adapter, sage ich mal, auf den Controller drauf. Und dann muss man halt die Pins nicht immer neu belasten damit, wenn man den Controller auflädt. Einfach oben raufgesteckt und der Controller fängt an zu laden. Schönes Teil, muss ich sagen. Die ganzen No-Name-Hersteller, sag ich mal, die das auch rausgebracht haben, haben mich nicht überzeugt, aber das auf jeden Fall. Ja, wie gesagt, der Notebook-Lüfter ist neu. Ich werde ihn nochmal weiter testen. Aber ich denke mal, ist eine gute Idee, um die Slim halt nicht so warm, dass sie nicht mehr so warm wird. Ja, ich hoffe, das kurze Video hat euch gut gefallen. Viel Spaß weiterhin.